Herzlich willkommen zum BZ-Talk. Ja, seit Wochen gehen in Deutschland Menschen auch ohne Traktoren auf die Straße und sie demonstrieren gegen Rechtsextremismus. Auch in Südbaden finden solche Demos gegen rechts statt. Die bislang größte in Freiburg am vorvergangenen Sonntag, da waren es 25.000 Teilnehmer. Aufgerufen zu dieser Großdemo hat Dejan Mihajlovic. Er ist Lehrer in Freiburg, er ist Bildungsreferent, Autor und noch vieles mehr. Und mit ihm unterhalte ich mich heute über die Frage, wie man die offene Gesellschaft schützen kann gegen ihre Feinde. Hallo, Herr Mihajlovic. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Herr Mihajlovic, Sie haben am 21. Januar eine Großdemo auf die Beine gestellt mit 25.000 Menschen. Mit wie vielen haben Sie da im Vorfeld gerechnet? Ja eben, da muss ich ja schon wieder korrigieren, weil ich habe eine Großdemo nicht angemeldet. Ich habe angemeldet eine Versammlung und dann musste man eine Zahl angeben und da habe ich eben reingeschrieben 2 bis keine Ahnung, weil ich wusste, dass ein Freund von mir kommen wird und dann waren wir schon mal 2. Und wie überwältigt waren Sie dann, wo Sie gemerkt haben, die Massen, die da sich versammeln? Sehr, muss ich zugeben, aber ich habe eigentlich noch am Tag selbst oder bei der Demo selbst eigentlich noch viel zu stark an die Technik gedacht. Das heißt, dass Technik funktioniert. Das waren ja so meine Gedanken, dass einfach alles auch irgendwie glatt läuft und dieses Verarbeiten von was eigentlich passiert ist, wie viele Menschen da hingekommen sind, das hat erst so einen Tag später oder die Tage später eigentlich so angefangen. Sie sind digital sehr fit. Wie haben Sie mobilisiert? Was waren da Ihre Kanäle oder Netzwerke? Also ich habe tatsächlich erst einen Blogbeitrag geschrieben auf meiner Webseite und einfach ein bisschen zu erklären, wieso ich zur Versammlung aufrufe, weil ich gedacht habe, welchen Menschen so die Geschichte dahinter erzähle und ich nur sage, das ist eine Demo, dass ich dann vielleicht doch 1, 2 Bekannte und Freunde irgendwie überzeugen kann, da hinzukommen. Das habe ich dann dementsprechend geteilt und ich bin wirklich, ich glaube, in jedem sozialen Netzwerk habe ich einen Account, habe dann diese Geschichte geteilt und habe da so ein Sharepick gebastelt, was man gut in anderen Netzwerken auch teilen kann. Und dementsprechend glaube ich, dass so ein Grundstock an Freunden, Bekannten das dann einfach aufgegriffen haben und dann weitergeteilt haben. Es ist eine gute Woche vergangen seither. Wie waren die Reaktionen auf Ihre Demo? Also größtenteils sehr positiv, wenn ich ehrlich bin. Also mich haben wirklich viele Menschen geschrieben via Mail auf verschiedenen Social-Media-Kanälen oder sonstigen Kanälen und haben sich bedankt, dass ich die Versammlung angemeldet habe, haben auch gefragt, wie es weitergehen kann, haben teilweise auch ihre Geschichte einfach erzählen wollen, wie es ihnen ergangen ist, was sie da erlebt haben, was für sie wichtig war, was vielleicht ihnen auch Hoffnung gibt oder wo sie vielleicht auch eine Idee haben, was man tun könnte. Das heißt, es war einfach viel Gesprächsbedarf da. Sie haben gesagt, größtenteils positiv. Ja. Gab es auch Kritik oder Anfeindungen? Ich weiß, dass das Kanäle gab, in denen mein Name kursiert ist und dann man versucht hat, irgendwie gewisse Geschichten um mich zu erzählen, wieso ich das gemacht habe, was ich da mache und wer ich bin. Aber die habe ich eigentlich gesagt ignoriert. Also rechte Kanäle, nehme ich mal. Genau, ja. Okay. Was nehmen Sie jetzt persönlich mit von dieser Veranstaltung, von diesem Großereignis? Also persönlich erstmal habe ich gelernt, wie sowas geht. Ich habe noch nie eine Kundgebung irgendwie zu einer Kundgebung aufgerufen. Das heißt, die ganzen Formalien im Hintergrund sind einfach auch Einblicke, die ich wichtig finde, weil sie auch zur Demokratie dazugehören, einfach zu wissen, was ich als ganz normaler Bürger eben im Prinzip tun kann, wie die Prozesse dahinter sind. Ich habe versucht, das Wissen mit anderen zu teilen, dass auch andere eben dann befähigt werden oder wissen, dass diese Hürde nicht so groß ist und im Prinzip auch daran erinnert werden, dass eigentlich jeder von uns es durchführen könnte. Und ansonsten, was die Demo selbst angeht, habe ich natürlich auch wieder einiges dazugelernt, eben wie man sowas organisiert, was man im Vorfeld bedenken muss, worauf man achten sollte. Auch jetzt während der Demo dann habe ich natürlich nochmal ein paar Sachen erlebt, die ich jetzt so vorher nicht auf dem Schirm hatte und danach auch. Und im Prinzip, im Großen und Ganzen ist es für mich so, dass ich den Eindruck hatte, dass ich eigentlich zum richtigen Zeitpunkt, Anführungszeichen, die Versammlung angemeldet habe und dazu aufgerufen hatte und es einfach ganz gut gepasst hat, dass viele Menschen das Gefühl hatten, da kann ich mich jetzt eigentlich damit kann ich mich irgendwie identifizieren und da gehe ich jetzt einfach hin mit auf die Straße. Mhm. Also weil es eben ja auch vielleicht auch nicht von großen Organisationen war, sondern vielleicht erstmal nur von einer Privatperson, von einem Bürger und stellvertretend für Zivilgesellschaft. Und ich glaube, das ist mit dazu beigetragen hat, dass Menschen gesagt haben, da gehe ich mit. Mhm. Nun war ja der Anlass dieser Demo, dieses ominöse Treffen,
rechter Gruppen, darunter Mitglieder der AfD, aber auch, muss man sagen, der Union. Da ging es in Vorträgen um Abschiebungen im ganz großen Stil. Die verwenden da dann diesen akademischen oder harmlos klingenden Begriff Remigration. Manche übersetzen den einfach mit Deportation. Was hat das in Ihnen ausgelöst, als Sie von diesem Treffen, als Sie diese Recherche von Korrektiv zum ersten Mal gelesen haben? Ich habe das ein bisschen in der Rede, also es gab nur einen Redebeitrag bei der Demo, da habe ich ein bisschen aufgegriffen. Es war für mich wirklich so die Fragestellung, ist das jetzt einfach so der nächste Tiefpunkt? Also ist das in dem Fall, es gibt ja so dieses Overton-Fenster, wo man eben beschreibt, das man beschreibt in der Politikwissenschaft oder im Prinzip auch im Journalismus auch bekannt, wo es darum geht, was so das Sagbare ist in radikalen Rändern, und das Overton-Fenster wäre das ja die Mitte, wo man so versucht, so zwischen diesen radikalen Rändern irgendwo sich zu bewegen. Und das Fenster wurde so die letzten Monate immer stärker nach rechts rübergeschoben. Und es war in so eine Richtung, dass ich mich ehrlich gesagt erinnert gefühlt habe in die 90er Jahre, als die NPD und die Republikaner so ein Hoch hatten. Also ich bin auch in Oberschwaben groß geworden, da waren die Republikaner sehr stark vertreten, auch Neonazis sehr stark vertreten. Und diese Zeit, diese Übergriffe, diese Anfeindungen, diese Stimmung, die im Endeffekt so gegen uns im Endeffekt dann auf der Straße auch spürbar war, an die habe ich erinnert gefühlt. Und ehrlich gesagt das Gefühl gehabt, dass wieder da jetzt die Bahnen dafür gelegt werden, dass das wieder jetzt irgendwie eintritt. Die letzten Monate. Und für mich war einfach dieser Punkt so, als es jetzt dann rauskam, so die Frage, geht es wieder in die Richtung und was passiert eigentlich jetzt? Wie werden die Leute darauf reagieren? Das heißt, überrascht war ich jetzt von dem Inhalt nicht, aber nur halt eben von diesem, was ist jetzt sagbar? Also das heißt, inwiefern hat sich das Sagbare nochmal verschoben? Sie sind geboren im ehemaligen Jugoslawien, kamen genau. In den 80, frühen 80ern nach Deutschland, haben es gerade beschrieben, in den 90ern ja, war ja auch ein Bomberjacken-Jahrzehnt. Was haben Sie damals, wie haben Sie das erlebt oder zu spüren bekommen? Also es ist schon natürlich, ich finde es immer dann immer so interessant, wenn Leute erzählen, wie schön war in den 80er, 90ern. Und ich denke, ja, okay, also es freut mich für die Menschen, dass sie eine schöne Zeit hatten. Für viele war es nicht ganz so schön. Und es ist einfach für mich eher so dieses, mein Verständnis von, wie ich mich hier verstehe, ist da gebildet worden. Also das heißt, ich hatte eigentlich bis zur Grundschulzeit, wenn ich ehrlich bin, nie so Gedanken, dass ich nicht irgendwie dazugehöre. Für mich war klar, ich bin halt Dejan und bin ein Teil von dem Ganzen hier. Und ich glaube, das erste Mal, wo ich es begriffen habe, dass ich anders bin oder anders definiert werde, war einfach, als ich in der Grundschule mal eben dann eine 2 statt 1 bekommen hatte, obwohl ich nur 1 hatte. Und mein Lehrer dann meiner Mutter erklärt hat beim Elterngespräch, dass ich ja als Ausländer keine 1 in Deutsch bekommen könnte, weil was würden die deutschen Kinder sonst denken, wenn die in dem Fall dann eine schlechtere Note als das ausländische Kind hätte. Und habe ich erstmal so verstanden, okay, bei mir ist es irgendwie anders. Und das hat sich dann im Endeffekt schon so wie der roter Faden durchs Leben gezogen, dass an verschiedenen Stellen einfach solche Einordnungen, Aussagen wurde gekommen sind. Man festgestellt hat, wenn man irgendwie vor allem was gemacht hat, was irgendwie jetzt nicht gepasst hat und mal kritisch nachgefragt hat, dann war es dann relativ schnell auf dieser kulturellen Ebene. Das heißt, es ist aufgrund seiner Kultur oder seiner Herkunft. Und wenn es gepasst hat, dann bin ich halt der gut integrierte Ausländer gewesen. Also ich habe die 90er auch als Jugendlicher erlebt. Ich meine, die Springerstiefel und Bomberjacken und Glatzen waren allgegenwärtig. Also auf jedem Dorffest hat man die angetroffen. Das ist ja ein Unterschied zu heute. Heute sagen wir mal, erkennt man den Rechten nicht mehr auf den ersten Blick, sondern auf den ersten Spruch. Ja. Wie würden Sie diesen Unterschied einordnen oder wie erleben Sie den? Das Schwierige ist, dass tatsächlich jetzt nicht mehr so greifbar ist. Also ich würde tatsächlich sagen, ich glaube auch früher war die Sichtbarkeit, das stimmt, die war schon da, aber auch die andere Sichtbarkeit, beziehungsweise das Unsichtbare, dieses, was an Unterstützung in der Gesellschaft da war, das war auch schon da. Also ich habe für mich schon auch gespürt, dass es Menschen einfach gibt, die jetzt vielleicht nicht offensichtlich mit Glatze und Springerstiefeln durch die Straßen laufen, wo ich trotzdem wusste, wie sie mit mir umgehen, wie sie mich in dem Fall betrachten. Und auch jetzt in Systemen drin, ob es jetzt in Verwaltung irgendwo ist oder in Unternehmen oder in der Schule, wie auch immer. Das heißt, hat man schon gespürt. Und deswegen, ich glaube, das Einzige, was jetzt einfach anders ist, dass man dieses Offene, was man auf der Straße sieht, einfach jetzt hier aus dem Bild vielleicht verschwunden ist, aber dieser Rückhalt, der ist eigentlich immer noch da. Und für mich ist es auch beim Treffen, es geht ja nicht nur um die AfD und CDU, sondern es sind ja auch Unternehmer da gewesen. Das heißt, also aus dem Wirtschaftsbereich gibt es einfach auch ganz viele Menschen, die das System einfach stützen. Ist Ihnen das Land in den letzten Monaten ein bisschen fremder geworden, Deutschland? Kann man das so sagen? Es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Weil ich, wenn ich ehrlich bin, das liegt wahrscheinlich dann wiederum an meiner persönlichen Geschichte. Wenn man die zweite Generation der Gastarbeiter
ist, dann hat man sowieso immer ist hin und her gerissen zwischen Nationalitäten oder fragt sich dann immer auch, was ist meine Identität. Ja. Das heißt, wenn ich dann eben in Jugoslawien war, hieß es, ich bin Deutscher. Wenn ich hier war, hat man mir gesagt, ich bin Jugo. Mhm. Das heißt, man hat irgendwie nie so richtig zugehört. Und deswegen war es sowieso immer schwierig, mich so mit diesen Nationalitäten irgendwie da so einen Aufbau herzustellen. Mhm. Ich habe mich immer eher so lokal bezogen gefühlt. Also das heißt, ich habe eine Zeit lang in Madrid zum Beispiel gelebt, dann habe ich irgendwie mich wie Madrilene gefühlt. Oder mhm. in Freiburg verbringe ich jetzt schon über die Hälfte meines Lebens. Und das ist natürlich für mich schon ein Zuhause. Und dementsprechend würde ich es auch als Zuhause dann sehen. Also würde mich schon eher als Freiburger definieren, mehr als Deutscher vielleicht. Und da ist dieses Fremde oder Fremdsein hängt dann natürlich vom Umfeld einfach ab. Ne? Und ich habe hier einfach viele Freunde bekannt. Ich habe meine Familie im Prinzip gegründet mit meiner Frau zusammen. Deswegen hat sich das, was mal hier für mich im Umfeld nichts verändert. Es ist wirklich eher so die Stimmung einfach in der Presse, im Fernsehen. Das ist das, was einfach sich geändert hat. Ja. Und das ist etwas, wo ich dann schon das Gefühl habe, okay, das in der Regel bleibt es ja nicht nur bei der Presse und im Fernsehen und bei Sachen, die Politiker irgendwo sagen, sondern in der Regel schwappt es natürlich dann über auch in Aktionen, in Handlungen, die auf der Straße passieren. Das heißt, ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass einfach Menschen, Zahlen gibt es ja teilweise auch der Statistiken dazu, dass die Übergriffe aus dem rechtsextremen Bereich zugenommen haben, aber auch dieser Alltagsrassismus oder Alltagsanfeindungen, dass die auch zugenommen haben in verschiedenen Stellen. Also ich habe es jetzt für mich jetzt nicht irgendwie gezählt oder so, aber ich denke, dass die Stimmung einfach eine andere war. Ich habe einen Post von Ihnen gelesen nach diesen Enthüllungen von oder dieser Recherche von Korrektiv. Da haben Sie gesagt, Sie denken darüber nach, das Land zu verlassen. Wie konkret sind diese Pläne? Die sind insofern konkret, dass sie einfach da sind. Das heißt, man denkt wirklich drüber nach. Und das meinte ich eben so mit letztem Jahr, wo ich gemerkt habe, dass die Stimmung so kippt für mich. Und ich habe immer geschrieben, dass ich finde, die Stimmung kippt. Und immer so mit Blick auf die USA. Und ich dann sehe, wie da die Spaltung so vorangetrieben ist. Und wenn ich dann sehe, dass einfach einige aus verschiedenen Parteien dieses Playbook scheinbar übernehmen und versuchen auch so eine Spaltung hier herzustellen. Für mich ist einfach klar, wer leidtragender ist im Endeffekt, wenn es dann in die Richtung sich entwickelt. Und deswegen ist dann schon, ja, glaube ich, nicht ganz so unvernünftig, sich Gedanken zu machen, was ist denn Plan B, wenn sie einfach die ganze Lage sich verschärft, wenn es so weitergeht, wenn immer mehr die Grenze des Sagbaren, Machbaren sich nach rechts verschiebt. Also was heißt das dann einfach dann für meine Familie, für mich? Welche Bedrohungen sind einfach dann da? Was ist dann real? Und deswegen sind die Gedanken schon real und existent. Und das Problem ist ja auch, habe ich auch dazu bei dem Beitrag auch geschrieben, die Problematik ist gar nicht dann, inwiefern es eintritt. Also die Wahrscheinlichkeit des Eintritts, die würde ich mal sehr gering einordnen. Ja, also ich gehe immer fest davon aus und fallen noch seit der letzten Woche noch viel stärker, dass das nicht in die Richtung gehen wird, dass im Gegenteil einfach die Bevölkerung sagt, nee, wir wollen eigentlich eine starke Demokratie haben und wir sind eine vielfältige Gesellschaft. Aber zeitgleich ist es so, dass eben die Gedanke, dass er da war, der macht was mit einem. Der verändert einen und zwar lebenslang. Also das heißt, genauso wie die Geschichte, die ich jetzt vorhin erzählt habe aus der Grundschule, mich einfach mein Leben lang geprägt hat und der Begriff GastarbeiterInnen, das heißt, dass ich nur zu Gast im Land bin und mein Pass immer nur drin stand, dass ich geduldet werde. Ja. Das sind Dinge, die einfach zwar nur Wörter sind, aber trotzdem sind sie einfach und verbunden Gewicht. Mit Bildern und mit Emotionen. Ja. Wenn man das Land verlässt, muss man langsam schon ganz genau gucken, wo man hingeht, weil dieser Rechtsruck findet ja praktisch überall statt. Man denkt dann irgendwie an Kanada noch oder was sehen Sie da noch für Inseln? Meine Insel ist eigentlich gar nicht, beziehungsweise ich will gar nicht investieren in diesen Gedanken, irgendwo hingehen zu müssen. Also ich möchte eigentlich meine Kraft investieren in wie ich es eigentlich dann retten kann, was zu retten ist. Und ich glaube, wir müssen es einmal retten, wir können es auch retten. Das heißt, ich sehe da schon auch eben viel Potenzial. Und deswegen glaube ich, mal zurückzukommen auf die Demo, die einfach da stattgefunden hat, man hat einfach gesehen, dass einfach viele Menschen verstanden haben, jetzt müssen wir einfach was tun. Ja. Und jetzt hoffe ich einfach, dass durch diesen Ruck, der einfach jetzt entstanden ist und auch vielleicht durch die Aktivierung von ganz viel Zivilgesellschaft etwas passiert, was vielleicht auch langfristig einfach so eine Entwicklung in Gang setzt. Es findet am kommenden Samstag, am 3. Februar, die nächste Großdemo in Freiburg statt. Inwiefern sind Sie da beteiligt? Ich wurde nur angeschrieben, ob ich das teilen kann und bewerben kann. Das mache ich jetzt auch. Ich habe die vorigen auch, also als ich die Demo an einem Sonntag hatte, war davor am Mittwoch und Samstag auch, die waren auch Demos, die habe ich auch geteilt, dazu habe ich auch aufgerufen, weil aus meiner Sicht einfach es nicht genug Demos geben kann. Der einzige Punkt ist nur der, als mich Leute gefragt haben, ob ich dann die nächste Demo anmelde, habe ich gesagt, nee,
Weil das ist genau der Punkt. Im Endeffekt geht es ja darum, dass breite Teile der Gesellschaft eigentlich diese Aufgabe und die Verantwortung nehmen müssen, etwas zu tun. Und deswegen finde ich es eben wichtig und gut, dass eben gerade diese Demo jetzt am Samstag kommt. Und vor allem, wenn man sich mal anschaut, wer das in dem Fall auf die Beine gestellt hat, ist es im Endeffekt die Zivilgesellschaft. Das heißt, es sind viele verschiedene Bereiche aus dem Kulturbereich, auch aus Unternehmen, auch aus Vereinen, Verbünde. Und das finde ich super wichtig, dass da dran steht, dass irgendwie ArbeitgeberInnen, Angestellte, Studierende, Eltern, also verschiedene Menschen aus verschiedenen Bereichen sagen, wir müssen jetzt einfach gemeinsam auf die Straße gehen. Welche Erwartungen haben Sie an die Großdemo? Wird sie die 25.000 knacken? Was glaubt Sie? Ist jetzt eine Prognose? Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass es noch mehr werden, wenn ich ehrlich bin. Ich fände es super. Ich fände es gut, wenn es vielleicht auch eine Regelmäßigkeit dann sowas gäbe. Weil ich glaube tatsächlich, dieses die Demo an sich macht ja etwas mit Menschen. Das heißt, ich komme aus der Schule und in der Schule ist es so, da gibt es zum Beispiel eine Vollversammlung. Und die Vollversammlung wird sehr selten einberufen. Das heißt, dann treffen sich alle SchülerInnen, alle Lehrkräfte gemeinsam in einem Raum und das macht was mit der Schule. Das heißt, die Schule spürt sich als Ganzes. Und genauso war es für mich an dieser Demo einfach, letzte Woche, da war es im Endeffekt auch so, dass man das Gefühl hatte, die Stadt spürt sich. Also man hat einfach so das Gefühl gehabt, das ist Freiburg, weil es auch eben so vielfältig war. Da waren Familien da, waren wirklich aus verschiedensten Bereichen einfach Menschen da, die gemeinsam einfach dann durch die Stadt gelaufen sind. Und ich glaube, dieses gemeinsame sich als Stadt, als Zivilgesellschaft zu spüren, ich glaube, das ist was ganz Wichtiges. Und es gibt einen Kraft, einen Mut und vielleicht auch eine Idee, was man als Nächstes tun könnte. Vielleicht auch die Kraft auch fürs nächste Gespräch, was vielleicht nicht ganz so angenehm ist, aber man weiß, dass man es führen muss. Also ich glaube, dass das ganz viel daraus entstehen kann. Und deswegen glaube ich, dass diese Kundgebungen einfach häufig stattfinden sollten, auch in dieser Größe immer wieder mal stattfinden sollten, weil sie eben wichtig sind. Aber die Zahl hat schon auch einen großen symbolischen Wert, oder? Ich denke mal, wären es jetzt 5.000 weniger oder sogar 10.000 weniger, vermittelt das so ein bisschen den Eindruck, es lässt schon nach, der Schwung lässt schon nach, oder? Ich weiß es nicht. Das ist im Endeffekt die Gefahr, wenn man diesen Zahlen auf die Zahlen schielt. So dieses, wo ist es größer und wo ist es mehr? Mhm. Ich glaube, dass man da diesen Wettbewerb irgendwie ausblenden muss und eher sagen muss, was passiert da, wer ruft auf und was geschieht danach. Also deswegen fände ich es, glaube ich, schade, wenn man jetzt nur auf die Zahlen schauen würde. Für mich war von vornherein klar, dass es nicht für mich um die Zahl ging, als ich die Versammlung angemeldet habe. Deswegen habe ich auch 2 hingeschrieben. Für mich ging es eigentlich vielmehr darum, was eigentlich daraus wird und was eigentlich vielleicht auch vor Ort passieren kann. Also diese Demokratiegespräche, die wir zum Beispiel dann angeboten hatten an dem Tag, war die Frage für mich, kann sowas funktionieren? Kann sowas, also geht die Rechnung einfach auf? Also sprechen Menschen miteinander, die sonst nicht miteinander sprechen? Das waren so Fragen, die mich beschäftigt haben. Und die zentrale Frage, die habe ich natürlich immer noch, die mich beschäftigt, dieses, wie kann man das verstetigen? Das heißt, wie kann man dieses einmal dieses, ich komme zusammen in einer großen Masse und setze ein Zeichen, wie kann man das aber in den einzelnen Bereichen wieder irgendwo überführen? Wie kann das dann wieder ankommen und gewisse Prozesse in Gang setzen, die auch notwendig sind? Weil wenn wir sagen, wir wollen das Thema wirklich ernsthaft angehen und die Deportationspläne sind natürlich dann eben so das Extreme. Aber wenn natürlich jemand sagt, immer ist hier gegen Rassismus zum Beispiel, dann muss man sich überhaupt auch fragen, was kann ich denn als Person, als Unternehmen, als Verein denn tun, um Rassismus ernsthaft anzugehen? Und das ist ein größeres Problem und da braucht es natürlich auch Arbeit und Ressource und das ist, glaube ich, das, was jetzt so im Raum steht. Sie machen jetzt auch was Kleinteiligeres, sogenannte Barcamps. Können Sie mal erklären, was es damit auf sich hat? Ja, das Demokratiecamp oder das Format Barcamp haben uns deshalb überlegt, weil ich das auch in meiner Tätigkeit als Referent für Demokratiebildung und Digitales auch relativ viel häufig durchführe, weil es das partizipativste Format ist, das ich kenne. Das heißt, es ist also grunddemokratisch. Das heißt, Menschen kommen im Endeffekt, versammeln sich an einem Ort und dann gibt es so ein Barcamp im Endeffekt eine Anzahl von Räumen und es gibt gewisse Zeitschienen, in der Regel sind es 4 Zeitschienen und dann wird das Programm einfach an den Tag selbst ausgehandelt. Das heißt, niemand weiß, was passieren wird. Das heißt, Leute kommen in der Regel hin mit einer Idee, zum Beispiel ein Problem, was sie irgendwie klären wollen und können dann vor Ort fragen, ob es Menschen gibt, die gemeinsam an dem Problem arbeiten möchten, vielleicht auch Lösungen entwickeln können. Dann gibt es vielleicht Leute, die hinkommen und sagen, die bieten einen Workshop an zum Thema Rassismus und sagen, wie man damit umgehen kann, was es überhaupt bedeutet, wie man als Unternehmen das aufgreifen kann, als Verein was dagegen tun kann. Dann können wir vorstellen, dass Menschen einfach Ideen entwickeln, wie man das irgendwie verstetigen kann in Form von anderen Formaten. Also ich habe da schon im Vorfeld ein, 2 Treffen auch gehabt mit BürgerInnen, die mich angeschrieben hatten, die einfach sich austauschen wollten. Da sind auch schon Ideen ausgetauscht worden. Also man sagt,
dass man zum Beispiel Demokratiegespräche gab bei dieser Demo, dass man die zum Beispiel auch verstetigt in einem kleinen Rahmen, ob es jetzt im Stadtgarten ist oder auf dem Platz in der Synagoge, dass man einfach Menschen immer wieder so niederschwellige, verschiedene Formate und Zugänge bietet, um über Demokratie ins Gespräch zu kommen. Haben Sie da irgendwelche Erfahrungen, was aus solchen Camps hervorgehen kann? Mhm. Je nachdem, wie die Zusammensetzung ist, sind es sehr unterschiedliche Entwicklungen. Also das heißt, wenn man zum Beispiel sagt, macht es als Verein oder als Unternehmen oder als geschlossene Organisation, dann ist es natürlich immer verbunden mit so einem Plan. Das heißt, dass danach das, was besprochen und gemacht wird, eben irgendwie dann überführt werden muss in den Alltag. Und dementsprechend ist dann auch so aufgesetzt. Das heißt, es gibt dann eben so Settings wie zum Beispiel, dass man digitale Endgeräte mitbringt und auch Protokolle schreibt, wenn in Sessions werden Leute miteinander sprechen, um auch das irgendwie zu dokumentieren, um dann darauf auch weiter anknüpfend dran arbeiten zu können. Jetzt bei den Settings, wie es jetzt da geplant ist, wo Zivilgesellschaft zusammenkommt, das ist meist offener. Das heißt, es muss nicht konkret in den Projekten münden, aber kann auch in Projekten münden. Das heißt, es kann jetzt sehr gut sein, dass einfach Leute sagen, ich habe eben sowas wie Demokratiegespräche zum Beispiel auf dem Schirm und lass uns mal überlegen, wie sowas umsetzbar wäre. Und lass uns ganz konkret eine Gruppe bilden und wir treffen uns jetzt dann nach dem Tag auch nochmal da und zwar regelmäßig und dann planen wir das und dann bieten wir es einfach allen Leuten an. Das heißt, ich gehe fest davon aus, dass da konkrete Ideen und Projekte entstehen werden, aber auch teilweise nur Gespräche zwischen Menschen, die sonst nicht miteinander gesprochen hätten. Und das ist tatsächlich etwas, was man nicht unterschätzen darf. Das heißt, auch die Demokratiegespräche und andere Dinge, oder diese, weil es auf diese Zahlen immer wieder so geblickt, wie viele Menschen es aber da waren, aber dieses zum Beispiel, dass Menschen gesagt haben, die waren zum ersten Mal auf einer Demo und dann sprechen auch mit anderen Leuten über, wieso sie da sind und was sie jetzt gerade beschäftigt. Das macht was mit Menschen. Es löst in den Leuten etwas aus, was man auch nicht so nachvollziehen kann, nachverfolgen kann, aber was wichtig ist. Nun sind Sie auch Experte für die digitale Transformation. In den sozialen Medien hat man den Eindruck, da haben die Rechten ganz klar momentan die Nase vorn. Sehen Sie da Chancen, wie man diesen Vorsprung wettmacht, wie man die einholt? Ja. Also ich bin ja in so einem Verein, der D64, Zentrum für digitalen Fortschritt. Und da versuchen wir seit vielen Jahren, also über 10 Jahren mittlerweile, eigentlich politisch auch Dinge vorzuschlagen, was man tun muss, politisch auch eben, um da entgegenwirken zu können. Also zum Beispiel mal sagen, aktuell haben wir verschiedene Plattformen, die im Besitz von in der Regel wenigen reichen Menschen sind, die dementsprechend auch eine sehr große, hohe Macht haben. Also wenn man die Plattform ehemalig Twitter nimmt, jetzt X mit Elon Musk zum Beispiel, dann sieht man einfach, wie, also wozu sowas führen kann. Das heißt, Menschen können aber mit sehr viel Geld eine Plattform kaufen, die sehr zentral regiert wird, geregelt wird, meine ich. Und die können dann machen, was sie im Endeffekt wollen, mehr oder weniger. Und ich bin dem ausgesetzt. Und das heißt, daraus kann ich ja lernen. Und das haben wir eigentlich schon vor vielen, vielen Jahren gesagt, dass eigentlich wir dezentrale Systeme brauchen, dass wir im Endeffekt Systeme brauchen, die auch eben demokratisch irgendwie geregelt sind, die im Endeffekt auch vielleicht eben nicht von Businessplänen dominiert werden, sondern wirklich zivilgesellschaftlich einfach Ideen verfolgen. Also wenn man jetzt so Plattformen zum Beispiel hätte für Freiburg und technisch ist sowas durchaus möglich und gab es ja schon mal einen Versuch, aber der aus verschiedenen Gründen gescheitert ist, aber so eine Plattform für Freiburg aufzusetzen als Beispiel, dann könnte ich wunderbar einen fairen Raum schaffen, ergänzend zu der physischen, wo einfach Menschen so miteinander arbeiten und kommunizieren, dass einfach eine Demokratie stärkt und schützt und nicht andersherum. Mhm. Und man erreicht halt dann wahrscheinlich auch wieder nur die Menschen, die ähnlich ticken wie man selbst, oder? Das muss nicht sein. Also ich meine auch hier, ich glaube nicht, dass alle gleich ticken. Ich glaube schon, dass da verschiedene Meinungen sind. Es gab ja auch einen Bericht, ich glaube vom SWR aktuell, wo ein paar Leute interviewt wurden, auch jemand gesagt hat zum Beispiel in dem Bericht, dass er jetzt nicht gegen rechts wäre, nur er möchte keine Nazis haben. Deswegen, ich glaube, es wäre eine spannende Geschichte gewesen, mit der Person mal zu diskutieren, was er genau meint. Und ich glaube, dass auch hier der Konsens ist einfach der, dass die Leute einfach keinen Faschismus haben wollen. Aber jetzt dieses, was heißt für mich eigentlich Demokratie, das mal auszuhandeln, das mal auszudiskutieren, ich glaube, dass das kontrovers ist, als manche Menschen glauben. Sie haben es gerade gesagt, man spricht jetzt ständig von den Demos gegen rechts. Ja. Sind Sie mit diesem Begriff besonders glücklich? Weil es ist ja schon, rechts ist sehr, ein sehr breites Spektrum natürlich. Ich bin an sich immer ein großer Freund von, wenn man sagt, wofür man eigentlich demonstriert. Also wenn man für etwas ist und nicht gegen etwas ist. Weil eigentlich dieses für etwas sein aus meiner Sicht ein anderer Antrieb ist, eine andere Kraft ist und auch wieder etwas Vereinendes sein kann. Weil ich es eigentlich nicht so gut finde, wenn man sich eint über etwas, wogegen man ist. Das ist natürlich leicht und das wird auch das Prinzip, die Logik, wo Rechtsextreme dementsprechend auch darauf aufbauen. Deswegen bin ich sowieso nicht so ein Freund von diesem gegen etwas zu sein. Ich meine, klar, gegen Faschismus, klar. Aber jetzt gegen,
gegen rechts ist schwierig, weil sowieso so ein politischer Begriff ist, der unterschiedlich benutzt wird. Ne? Also jetzt historisch betrachtet, auch politisch betrachtet, wenn ich jetzt rechts vor 20 Jahren gesagt habe, ich was anderes gemeint, als ich heute meine. Ja. Ja, deswegen, da verschieben sich ja Dinge auch. Drum, ich weiß nicht, ob die Zeit es wert ist, darüber zu diskutieren, weil ich, über solche Begrifflichkeiten. Ja. Ich glaube, ich finde es eigentlich viel spannender, darüber zu sprechen, was Menschen und Demokratie verstehen und was man da tun kann. Also was die selbst tun können, ganz konkret. Mhm. Jetzt mal jenseits der sozialen Medien, wenn Sie im analogen Alltag momentan Personen begegnen, die irgendwelche rechten Parolen schwingen, wie reagieren Sie darauf? Gehen Sie darauf ein? Ich unterscheide tatsächlich jetzt gar nicht so zwischen Netz und weil natürlich beides gegenseitig bedingt und prägt. Ich schreite an der Stelle an, wo ich das Gefühl habe, dass Menschen jetzt in Gefahr sind. Da würde ich jetzt einschreiten. In sozialen Netzwerken und sonstigen Bereichen oder jetzt auch im Umfeld sage ich dann da was, wo ich überlege mir einfach schon, investiere ich jetzt die Kraft, die ich habe, an die Stelle, lohnt sich es nicht. Und das ist eine super komplexe Rechnung, die im Kopf in Sekunden durchgeht, weil letzten Endes muss man ganz klar sagen, Betroffene von Rechtsextremismus, und ich bin tatsächlich zwar jetzt Betroffener, aber auch wiederum da gibt es sehr große Unterschiede. Es gibt Menschen, die durchaus stärker betroffen sind als ich und es viel stärker im Alltag erleben, als ich es erlebe. Aber bei Betroffenen ist es immer so, dass die dementsprechend auch Ressourcen investieren müssen und Kraft investieren müssen, um sich damit auseinanderzusetzen. Und deswegen würde ich niemals erwarten wollen, dass die wiederum die Aufgabe nehmen, die eigentlich die gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Das heißt, deswegen ist mein Appell auch gewesen, dass Menschen sich da solidarisieren und eigentlich auch eingreifen, wenn sie eben nicht betroffen sind. Und ich immer denke, das wäre nicht mal meine Aufgabe nur. Und darum ist für mich so wirklich so eine Ressourcenfrage, wo ich mittlerweile schon sehr genau überlege, mit 47 Jahren, will ich jetzt eine weitere Debatte führen und lohnt sich's und mit wem spreche ich gerade und treffe ich die Person jemals wieder? Also es sind so verschiedene Sachen, die ich mir einfach frage an der Stelle. Die Frage stellt sich ja, spielen sich viele auch gerade im Netz, in den sozialen Medien, wo man Unsägliches liest und denkt, jetzt muss ich ja mal reingrätschen und denkt aber dann gleich im nächsten Schritt, was für ein Aufwand das denn auch ist und wo das aufhört. Wie sind Sie da unterwegs im Netz, ähnlich, wie Sie gerade beschrieben haben? Er ist sehr ähnlich wie da. Also das heißt, es gibt einfach Menschen, die ich zum Beispiel jetzt von früher kenne, die ich länger kenne und da investiere ich viel mehr. Das heißt, wo ich dann weiß, da ist ein Grundvertrauen da. Das heißt, wir kennen uns persönlich. Ich weiß, dass die Person vielleicht mir eher zuhören würde als anderen Personen und dementsprechend versuche ich dann eben das mit ihnen auszuhandeln. Meist auch über einen Chat, also eher privat und nicht öffentlich. Das heißt, es ist etwas, wo ich dann merke, wenn ich zum Beispiel jetzt Leuten antworte und öffentlich antworte, die posten was, nicht kommentiere es öffentlich, dann aufgrund der Algorithmen sehen es immer mehr Menschen, dann wird dann mal geliked und wenn ich etwas schreibe, was zum Beispiel kritisch ist oder das in Frage stellt, was die Person gesagt hat und es viele Leute liken, dann entsteht so ein Druck bei der anderen Person nach dem Motto, oh, jetzt ist die Kritik so groß und dann schießen sie meistens zurück oder machen dann zu. Ja. Das ist dann nicht konstruktiv und deswegen versuche ich dann eher dann über so Direktnachrichten mit den Personen zu sprechen, in der Regel. Machen Sie gute Erfahrungen damit? Unterschiedlich. Also ich habe schon einige Leute, wo ich weiß, dass unsere Auffassungen sehr stark voneinander abweichen, die aber trotzdem im Dialog mit mir bleiben und mit mir bleiben möchten. Also wo die dann auch wieder auch mich fragen, wie ich das sehe, obwohl ich weiß, dass es eigentlich ganz anders als ich sehe. Und deswegen ist für mich eigentlich, ich werde es als positives Zeichen. Und deswegen würde ich an der Stelle auf jeden Fall auch immer dranbleiben. Und an manchen Stellen, klar, gibt es auch Menschen, die mich dann blocken oder Freundschaft kündigen oder wie auch immer. Also das gibt es auch. Okay. Herr Mihaljevic, vielen Dank für den Dialog hier. Danke Ihnen. Für Ihr Engagement. Ihnen zu Hause danke ich für die Aufmerksamkeit und ich darf noch mal darauf hinweisen, am Samstag, 3. Februar, findet die nächste Großdemo in Freiburg statt. Ciao.